Hi Leute, heute soll es um dieses Zeichentool gehen. Da kann man die Strichstärke festlegen, dann eine Farbe. Und wie man hier sieht, in jedem anderen Fenster, wo dieselbe URL aufgerufen worden ist, das ist wirklich übers Internet verfügbar hier, könnt ihr auch einfach so kopieren, wird dasselbe gezeichnet. Tatsächlich auch in beliebig vielen Fenstern hier. Und man kann auch die Zeichnung löschen, wenn man möchte, dann wird die auch bei allen Clients gelöscht. Und man sieht auch immer aktuell, wie viele Leute gerade online sind. Das heißt, das könnt ihr zum Beispiel benutzen, um ja zum Beispiel mit Freunden so ein bisschen was zu zeichnen, könnt euch verabreden oder einfach den Code kopieren und euch euer eigenes Tool bauen. Und im Wesentlichen möchte ich in diesem Tutorial zeigen, was sozusagen dahinter steckt, nämlich einerseits Node.js. Das ist ein JavaScript-Runtime, womit man serverseitig programmieren kann. Weil letztendlich ist es so, dass diese Clients hier ihre Zeichen, Befehle an einen Server weitergeben und dieser gibt das wiederum an alle Clients weiter, die jetzt mit dieser URL verbunden sind. Und diese Kanäle zwischen Clients und Server, die werden durch Socket.io bereitgestellt. Das heißt, im Wesentlichen werden wir neben JavaScript natürlich diese beiden Techniken kennenlernen und ich finde das ein super schönes Beispiel, um das einfach mal einzuüben. So, als ersten Schritt muss man dafür erstmal Node.js installieren. Das heißt, ihr geht auf node.js.org und je nach eurem Betriebssystem, in meinem Fall jetzt Windows, ladet ihr das runter und installiert das. Das ist also ein Framework, mit dem wir letztendlich einen Server programmieren können. Erstmal lokal auf unserem Rechner und dann kann man das später, im Internet verbreiten. So, und als Editor verwende ich jetzt Visual Studio Code, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich habe hier schon mal einen Ordner aufgemacht, Let's Draw. Da werde ich jetzt mal eine Datei anlegen, server.js. Und da werden wir sozusagen den Server programmieren. Und in einem Ordner Public. Da werden wir die Dateien reinlegen, die der Client sieht. Also in diesem Fall, ja, wenn man halt die Seite öffnet, das ganze Zeichenprogramm. Und das Ganze mit Node.js zu initialisieren, macht man hier das Terminal auf und gibt als Befehl ein npm init. Ich mache das mal ein bisschen größer. Das heißt, hier gehen wir letztendlich an. Wie heißt denn unser Projekt? Version ist okay, Description, simple app to draw with others. Das ist unser Entry Point, das heißt, das ist schon richtig so. Das können wir alles leer lassen. Author. Okay. Yes. So, jetzt haben wir eine package.json-Datei, wo im Wesentlichen unser Projekt beschrieben wird. Also die grundlegenden Attribute. Darum muss man sich jetzt aber nicht weiter kümmern. Also, was wir jetzt brauchen werden, ist vor allen Dingen erstmal npm. Das ist der Node Package Manager. Damit können wir sozusagen weitere Module zu Node hinzufügen. Und mit npm install und dann hier den Namen von dem Paket, welches wir installieren können, kann man das hier einfach in das Projekt installieren. Und wir brauchen erstmal Express. Das ist letztendlich ein Tool. Da verweise ich jetzt mal auf die Dokumentation, mit dem man das Routing vereinfachen kann. Also wenn man jetzt auf die URL geht, die ich anfangs gezeigt habe, dann muss ja eine gewisse HTML-Datei geöffnet werden. Und in der HTML-Datei sind wiederum CSS-Dateien und JavaScript-Dateien eingebunden. Und Express vereinfacht das einfach für uns. Also letztendlich brauchen wir nur eine Codezeile zu schreiben, das zeige ich gleich noch, und dann haben wir mit Express gar nichts mehr zu tun. Und dann brauchen wir noch npm install socket.io. Und da würde ich auch gerne auf die Dokumentation verweisen.
Da gibt es ja auch ein wunderbares Beispiel, wie man einen Chat programmiert mit Socket.io. Also auf der Seite Socket.io. Das ist die offizielle Seite. Also hier muss man nichts weiter runterladen. Also das haben wir jetzt in unserem Terminal schon gemacht. Okay, und hier sieht man auch, okay, ist alles gut gelaufen. Jetzt sieht man auch in unser Package.json, dass das die Dependencies sind. Das heißt, das Projekt hängt halt wirklich an diesen oder von diesen Paketen ab. Und was wir auch noch installieren werden, aber nur als sogenannte Dev-Dependency. Das heißt, man muss hier ein D schreiben, das NodeMon. Das ist letztendlich ein Paket, das ist dafür da, dass wir den Server nicht ständig neu starten müssen, wenn wir die server.js-Datei verändert haben, sondern NodeMon merkt es einfach, wenn Veränderungen gemacht worden sind und gespeichert worden sind, und startet für uns den Server neu. Das heißt, wir müssen das nicht per Hand machen. Das vereinfacht das so ein bisschen. Das heißt, hier bei Dev-Dependencies steht das hier drin. Und um das zu starten, mache ich hier ein Skript. Das Testskript brauchen wir nicht. Nehmen wir das Dev und der Befehl ist node-server.js. Okay. So, wenn ich jetzt also die normale Art und Weise, das jetzt zu starten, ist node-server.js oder man kann das .js sogar weglassen, dann führt Node unseren Server aus. Um das ein bisschen zu beweisen, machen wir vielleicht mal ein console.log. Hello from Server. Dann sieht man das hier. Oder, was wir jetzt auch machen kann, npm run dev. Dann sieht man das hier, dass er jetzt für uns den Server gestartet hat. Wenn ich jetzt eine Änderung mache, Node from Server, dann startet der für uns den einfach neu. Also das vereinfacht einfach den Entwicklungsprozess. Und hier links sieht man übrigens die ganzen Module, die jetzt schon installiert worden sind durch Socket.io und Express. Das sind ganz schön viele, weil letztendlich auch alle Pakete, die diese Pakete wiederum gebrauchen, wurden auch installiert. Ne? Das muss man jetzt aber, wenn man das jetzt ins Internet hochladen, nicht mit hochladen. Und dafür ist halt eben genau diese Package.json-Datei da. Da steht halt sozusagen drin, was wir brauchen. Okay, das nur ganz grob zum Hintergrund. Das soll jetzt keine detaillierte Einführung sein in Node.js und Server und so weiter, sondern im Wesentlichen will ich nur erklären, wie man damit umgehen kann und ja, wie man unser Zeichentool damit programmieren kann. So, ich entferne das hier mal wieder, speichere es ab und jetzt bringen wir mal die beiden Module ein, die wir hier installiert hatten. Also Express, fangen wir damit mal an. Die Syntax ist, man schreibt require und dann den Namen des Moduls und dann haben wir das zur Verfügung. Und das ist letztendlich eine Funktion. Um es zu starten, führen wir sie also aus und nennen einfach das Ergebnis App. Und dann definieren wir jetzt den Port, auf dem wir den lokalen Server haben werden. Wenn wir das jetzt nur lokal machen, könnten wir sagen, okay, wir legen den immer auf 3000 fest. Aber es könnte auch sein, dass diese App innerhalb eines Prozesses läuft und dann wollen wir den Port davon nehmen. Und die Syntax ist process.env.port. Das heißt, wenn das hier definiert ist, dann nehmen wir das. Wenn das undefiniert ist, dann nehmen wir das. Das heißt, in jedem Fall haben wir einen Port definiert. So, um jetzt unseren Server zu definieren, müssen wir sagen, auf welchem Port er läuft. Das haben wir gerade de definiert. App.listen Port. Und das ist letztendlich schon unser Server hier. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, einen Callback zu definieren. Und da sagen wir doch einfach mal, dass der Server läuft. Ups. Server running on port. Und dann haben wir das hier entsprechend. Und wie gesagt, NodeMon läuft die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen das hier nicht neu starten.
Okay. So, jetzt noch eine Zeile und danach müssen wir uns eigentlich um Express nicht mehr kümmern. Wir wollen, dass alle Dateien, die hier in diesem Ordner public sind, automatisch von dem Server erkannt und geroutet werden. Und der Befehl dafür ist folgender. In unserem Fall hier muss man public sagen, weil das der Ordnername ist. Das heißt, dass das einfach ein statischer Ordner ist. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf die, am besten ich zeige das einfach mal. Ich spreche das mal ab, erstelle index.html und ich schreibe hier nun mal was ganz Einfaches rein. Hello. So. Let's draw. Also ein bisschen kleiner hier. Und wenn wir jetzt in unserem Browser auf localhost 3000 gehen, dann hat man die index.html. Ne? Dafür ist eigentlich Express eigentlich jetzt noch da gewesen, dass wir sozusagen diese Adresse, also in diesem Fall ist es sozusagen eigentlich diese Adresse hier, also die mit dem Slash sieht man ja gar nicht im Regelfall, dass die auf diese index.html umgeleitet wird. So, als ersten Schritt schlage ich mal vor, dass wir jetzt die HTML so ein bisschen füllen. Wir machen einen Header. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Div, bloß dass wir den semantisch sozusagen als Header erkennen und schreiben da unseren Titel sein. Let's draw. Hier auch mit Ausführungszeichen. Und schließen das. Ich habe hier übrigens Prettier installiert. Das ist eine ziemlich coole Visual Studio Code Erweiterung. Die macht halt. Ja, sowas hier zum Beispiel einfach richtig. Wenn ich jetzt speichere, zack, ist es wieder so, wie es gut aussieht. Nach dem Header kommt ein Wrapper, der wird unseren Canvas und auch die Kontrollelemente, also die Farben und die Strichstärke und so weiter einschließen. Das heißt, wir machen hier Hashtag Wrapper und dann Tab und dann erkennt Visual Studio Code das automatisch, dass das ein Div werden soll mit der entsprechenden ID. So, da packen wir jetzt also wie gesagt den Canvas rein. Der soll die ID auch Canvas haben. Als Höhe und Breite legen wir 800 fest. Genau. Soweit, so gut. Dann haben wir ein Div mit den Kontrollelementen. Also Controls nennen wir das mal. Und da drin haben wir einerseits die Kontrollelemente für die Strichstärke, die nennen wir mal Width Control. Da können wir jetzt auch einen Titel festlegen, das ist ein Text, der angezeigt wird, wenn ich da drüber hovere. Choose a Line Width in diesem Fall. Und da kommt später noch was rein, aber das machen wir jetzt noch nicht, das würde irgendwie zu weit vorweggreifen. Und jetzt kommt hier unsere Farbpalette. Machen wir wieder ein Title, Choose a Color. Da sind jetzt natürlich später einige Farbelemente drin, aber die werden wir halt mit JavaScript dynamisch erzeugen. Das werden wir später noch sehen. Und dann haben wir diesen Button, der den Canvas löscht. Gehen wir auch wieder ein Title, Clear the Canvas. Und da drin werden wir ein Icon einfügen. Das mache ich später. Erstmal mache ich hier nur ein X rein. Der Einfachheit halber. Und dann haben wir noch ein Div, welches uns anzeigt, wie viele User gerade anwesend sind. Also nenne ich das Counter-Div. Dann habe ich ein Span, wo die letztendliche Zahl angezeigt wird. Also gebe ich mal ID Counter. Anfang sage ich mal, ist die 0 und dann wird die später automatisch aktualisiert. Users. Ah, oh nein, also noch ein Zeilenumbruch. Genau. Speichern es ab. Und Prettier hat wieder hier sein Werk getan. Okay, wenn wir uns das jetzt anschauen. Achso, wir müssen den Server natürlich starten. Also jetzt, wenn der Server nicht gestartet ist, ist natürlich klar, dann kann er mit dem Host nichts anfangen. Das heißt, wir machen wieder npm run dev. Um NodeMount zu starten. Ich hatte den zwischendurch mal ausgeschaltet. Und jetzt sieht man das ja. Okay.
Und das Styling ist natürlich grottig. Darum kümmern wir uns jetzt. So, um das jetzt zu stylen, fügen wir hier oben mal ein Style Sheet ein. Style.css. Das müssen wir jetzt noch erstellen. Und fangen wir mal an mit dem Body. Margin 0, also standardmäßig ist da nämlich durchaus was vorhanden an Rand, was wir gar nicht haben wollen. Und als Hintergrund wählen wir mal so eine freundliche blaue Farbe aus. Wenn wir das jetzt aktualisieren, haben wir die schon mal. Okay. Und als Font Family standardmäßig wählen wir einfach Verdana. Und die also die Textfarbe sei weiß erstmal. So, dann im Header, da haben wir die H1-Überschrift. Da wollen wir eine größere Font-Size haben. Letter Spacing, es legt fest, dass die Buchstaben so ein bisschen weiter auseinander sind und es soll zentriert sein. Hier sieht man schon, Visual Studio Code empfiehlt ganz oft schon Autovervollständigung. Das ist wirklich sehr praktisch. So, jetzt gefällt mir die Schriftart hiervon aber noch nicht. Das heißt, wir werden erstmal einen anderen Font raussuchen. Und eine super Seite dafür ist fonts.google.com. Da kann ich jetzt zum Beispiel die Kategorien auswählen. In meinem Fall soll das eine Handschrift sein. Und ich kann sogar sagen, was er für mich in der Vorschau schreiben soll. Und sie soll auch ein bisschen dünner sein. Ja, da gibt es nicht so viele mehr. Und ich habe mich jetzt schon mal für diese hier entschieden. Das heißt, man kann ja auf Select the Style gehen und dann Embed und dann Import. Dann kann ich das ganz einfach hier copy-pasten, also ohne den Ups, Style Tag. Und kann ich das in meiner CSS-Datei einfügen. Also ganz oben. Und dann kann ich hier, das steht ja hier auch schon in meiner Überschrift, das als Font Art festlegen. So, wenn ich das jetzt aktualisiere, zack. Sieht schon irgendwie viel freundlicher aus, finde ich. Also passt jeweils zu unserer Zeichen-App. Wäre natürlich jetzt was anderes, wenn das ein Autokaufhaus wäre oder so, dann wäre das eine schreckliche Schriftart, aber hängt halt immer so ein bisschen von der Anwendung ab. So, machen wir mal weiter. Unser Wrapper, das soll eine Flexbox sein. Also Flexbox verwende ich eigentlich ständig, um halt Elemente anzuordnen. Finde ich halt sehr praktisch. Und in unserem Fall einfach zum Beispiel, um es zu zentrieren. In Canvas sieht man jetzt noch gar nicht, das ändern wir jetzt mal, indem wir ihnen zum Beispiel eine Hintergrundfarbe von weiß geben. Und wir geben eben auch einen Rand. Erstmal blau und jetzt kann ich hier sozusagen durch Hovern, kann ich das noch genauer festlegen hier. Nehmen wir mal so ein blau, so ein bläuliches. Dann nehmen wir den Cursor noch fest, Crosshair und wir machen die Ecken so ein bisschen rund. Okay. Und jetzt ist der Canvas in der Mitte, weil nämlich der Wrapper halt dieses Attribut Justify Content Center hat. Und da ist ja der Canvas drin. Und der Cursor, das ist halt dieser hier, ne? Das ist der normale Cursor. Und das ist der Crosshair-Cursor. Da eignet sich, finde ich, jedenfalls ganz gut, um zu zeichnen. So, jetzt kommen unsere Kontrollelemente. Das ist auch eine Flexbox. So, die hat einen gewissen Abstand zum Canvas, damit das nicht direkt aneinander bappt. Also sagen wir mal 25 Pixel. Die Flex Direction, das heißt, die Richtung anhand der wir die Elemente anordnen, ist erstmal Column, das heißt untereinander. Und Align Item Center heißt, dass sie dann zentriert werden, mittig. Also horizontal in diesem Fall, weil ja die Richtung Column ist.
Und wir wollen halt auch, dass die vertikal zentriert werden. Das geht über Justify Content in diesem Fall. Also oben war ja horizontale Zentrierung, weil aber hier die Flex Direction Row war. Das ist halt die standardmäßige Flex Direction, wenn man das nicht ändert. Wenn es Column ist, dann dreht sich das genau um. Aber in diesem Fall wollen wir halt einfach das in beiden Achsen zentrieren. Und die Höhe soll genauso wie der Canvas sein, damit sich das halt auch über die ganze Höhe erstreckt und auch gut aussieht letztendlich und dennoch zentriert wird. Und Position Relative, das brauchen wir nämlich die User-Anzahl, die soll ja ganz unten gezeigt werden. Und das heißt, wir müssen diese User, oder wie hieß es hier, den Counter-Div, den müssen wir absolut positionieren. Und absolut positionieren kann man nur in etwas, was relativ positioniert ist. Deswegen brauchen wir das. Okay. Jetzt in diesen Controls haben wir ja noch weitere Elemente. Zum Beispiel das Element, wo man sich die Strichstärke einstellt. Und das soll auch Display Flex sein, Align Items, Center und Flex Direction Column, damit die Strichstärken untereinander sind. Und letztendlich, ach, die habe ich ja noch gar nicht eingefügt, das machen wir jetzt. Hier. Und wir werden das einfach machen, indem wir verschiedene Div-Elemente einfügen, die dann gewisse Klassen haben. So können wir das Styling halt immer wiederholen. Clear Class with Example. Also das sind einfach Beispiele für verschiedene Strichstärken. Machen wir 5-mal. Und um jetzt auf das erste Element dieser Klasse zuzugreifen, kann man jetzt schreiben with example Doppelpunkt nth child und dann 1 und dann entsprechend mit den anderen. Okay? Da können wir jetzt sowas wie Breite und so weiter festlegen. Aber erstmal machen wir das Styling der allgemeinen Klasse. Das sollen ja so schwarze Kreise sein. Das heißt, wir legen die Hintergrundfarbe als schwarz fest. Border Radius ist 50%, das macht das halt komplett rund. Also eigentlich sind ja Divs Rechtecke und wenn man das hier festlegt, beziehungsweise wenn es ein Quadrat ist und man Border Radius 50% angibt, dann ist es halt ein Kreis. Margin 3 Pixel, das heißt, dass sie ein bisschen auseinander sind. Und standardmäßig sollen sie auch nicht so ganz zu sehen sein, sondern nur, wenn man drüber hovert. Das stellen wir gleich noch ein. Opacity sagt halt, wie sehr es sichtbar ist. Genau, das erste soll 5 Pixel breit und hoch sein. Und jetzt kopieren wir das einfach mit den anderen entsprechend. Achso, wir können ja das Terminal hier mal wegmachen. Haben ein bisschen mehr Platz. 2, 3, 4, 5. Machen wir hier 10 und hier 15, hier 20 und hier 25. So. Und wie gesagt, wenn wir drüber hovern, es gibt in diesem Sektor Hover, dann wollen wir, dass einerseits der Cursor sich zu einem Pointer ändert. Das heißt, ja, das zeige ich einfach gleich, was das für eine ist. Und die sollen vollständig sichtbar sein, also Opacity 1. Okay. So, jetzt können wir uns das, glaube ich, schon mal ansehen. Das sind unsere Elemente hier. Die sind jetzt gerade nicht ganz richtig angeordnet. Das liegt daran, dass wir ja hier die Ziffern falsch gemacht haben. 2, 3... 4, 5. Okay. Und ich möchte auch, dass es andersrum ist. Das heißt, dass sie klein unten sind. Und da können wir als einfach hier bei unserem Width Control sagen wir einfach Column Reverse als die Flex Direction. Zack, ist umgekehrt. Also das finde ich halt das Coole an der Flexbox. Es ist wirklich sehr, sehr flexibel, wie der Name es schon sagte. Man kann sehr einfach die Elemente anders anordnen, als sie bisher angeordnet waren. Ja, und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann
bekommen die entsprechend die volle Opacity. Und man sieht dann unseren Title, Choose a Line With. So, kommen wir jetzt mal zum Styling unserer Farbpalette. Da sagen wir, dass die Breite 80 Pixel sein soll, weil nämlich jede Farbe soll 40 Pixel breit und hoch sein und wir wollen zwei Spalten haben. Und wir werden insgesamt 2x9 Farben haben, das heißt, die Höhe ist 9x40 Pixel. Das können wir hier auch ausrechnen lassen von CSS, das müssen wir nicht per Hand eingeben. Mit Kalk. Und wir wollen einen gewissen Rahmen haben. Oben und unten 25 Pixel, links, rechts 0 Pixel. Und ist das wieder eine Flexbox? Also eigentlich ist das ein gutes Beispiel für ein Grid, aber irgendwie ist es doch besser und handlicher, eine Flexbox hier zu machen. Also ich habe beides ausprobiert und ja. Flex Direction Column, wir wollen ja die Farben untereinander sehen. Und hier werde ich gleich noch was anfügen, aber das machen wir später. Und in dieser Palette werden wir Elemente anlegen, später mit JavaScript, die alle die Klasse Color Square haben. Also das sind diese Kästchen, in denen diese Farben angezeigt werden. Und die haben alle einen Rahmen, rechts und unten von 1 Pixel, sonst nichts. Also diese Reihenfolge ist hier oben, rechts, unten, links. Ne? Also das heißt, das hier legt den Rahmen rechts und unten fest. Und ja, wenn wir jetzt sozusagen das einheitlich haben wollen, sagen wir einfach, dass die Breite und Höhe 39 Pixel ist, sodass es insgesamt mit dem Rand dann auch 40 Pixel ist. Und wir wollen das ein bisschen abrunden. Okay, und die Animation, da kümmern wir uns später drum, aber fürs Erste sagen wir schon mal, wenn wir drüber hovern, dann wollen wir einen Cursor haben, Pointer, und die soll sich entsprechend vergrößern, diese Kachel. Das heißt, wir können das Transform-Attribut verwenden und der Befehl ist dann Scale und dann halt wie viel das skaliert werden soll, also um das 1,2-fache in diesem Fall. So, jetzt sieht man wahrscheinlich noch nicht so viel, weil wir noch keine Elemente zu unserer Palette hinzugefügt haben. Das machen wir dann später. Kümmern wir uns jetzt noch zu guter Letzt hier um den Clear-Button, beziehungsweise noch, dann auch noch die Anzeige, wie viel online sind. Also der Clear-Button, der hat auch einen Rahmen nach oben. 10 Pixel von Size 25 Pixel und als Schriftfarbe nehmen wir mal Gray. Und wenn wir drüber hovern, dann wollen wir, dass der Cursor wieder Pointer ist und die Farbe soll sich auf so ein Rot ändern. Ich kann ja auch raufklicken, dann kriege ich das in RGB. Ja. Und jetzt will ich, dass es nicht so ganz knallrot ist, sondern ein bisschen andere Anteile auch noch. Das heißt, ich hier bei Grün und Blau füge ich mal noch 20 hinzu. Okay. Das ist jetzt hier unser X. Wir wollen da so eine Mülltonne als Icon haben. Und eine gute Datenbank für Icons ist zum Beispiel Font Awesome. Da kann man hier auf Icons gehen. Und wenn ich jetzt hier Delete eingebe, dann sieht man hier Trash. Start using this icon. Das heißt, ich muss nur das da einfügen. Wir hatten ja in unser HTML dieses X eingefügt und das ändern wir jetzt. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil letztendlich brauchen wir halt die CSS-Dateien von Font Awesome. Und die können wir einbinden über cdnjs.org. Da kriegen wir die Font Awesome-Dateien her. Können wir hier Copy machen. Und Copy Link Tag. Und das ist dann das, was wir einfach in unser HTML hier einfügen müssen.
Also gar nicht so sehr darüber nachdenken, was das hier ist. Einfach einfügen und dann sieht man gleich, dass es funktioniert. Zurück in unserer CSS-Datei müssen wir jetzt noch den Counter-Div stylen. Wir sagen mal, Schriftgröße sei 14 Pixel, sei rechtsbündig. Und wie gesagt, absolute Positionierung und zwar unten. Wir sagen, dass der Rand nach unten 5 Pixel sein soll. Okay. Anscheinend ist er nicht wirklich da drin und das hier scheint auch noch nicht richtig zu sein. Ja, der Fehler liegt in der HTML-Struktur. Zurzeit ist es so, dass die Controls nur die With-Control enthalten, aber sie sollten ja auch den ganzen Rest hier enthalten. Das heißt, ich packe das hier hin, speichere ab, dann macht Pretty etwas wieder schön. Und voilà. So, jetzt fangen wir mit der JavaScript-Datei an. Das heißt, wir erstellen eine neue Datei. Nennen wir die Client.js, weil das ist letztendlich das, was beim Client aufgerufen wird. Und erstmal stellen wir jetzt die Farben. Das heißt, wir machen eine Funktion create Palette. Und da definieren wir jetzt erstmal die Farben. Die kopiere ich mal aus meinem fertigen Code raus. Das sind halt 18 Farben hier, die so einigermaßen sinnvoll geordnet sind. Und Palette ist jetzt also ein das Element, was wir in der HTML hatten. Und für jede Farbe machen wir etwas. Also wir erstellen ein neues Div. Und das geht mit dem Befehl document.createElement. Das nennen wir Color Element. Das ist ein Div. Jetzt können wir auch sagen, dass dieses Element eine gewisse Klasse haben soll. ClassList.add. Und da haben wir ja schon in unserer CSS alles definiert. Color Square. Und außerdem die Hintergrundfarbe soll eben jetzt genau die Farbe sein. Okay? Also die, die wir hier jeweils geschrieben haben. Und zu guter Letzt wollen wir der Palette dieses Element hinzufügen, also Parent-Child Color-Element. Okay. Jetzt müssen wir nur noch in unser index.html sagen, dass wir das Skript auch laden möchten. Also Skript. Ja, wir müssen natürlich auch sagen, dass die Funktion ausgeführt werden muss, also create Palette. So. Okay. Das sind unsere Farben. Jetzt ist es ja so, dass die ja alle in einer Spalte hier sind, aber wir wollten ja, dass sie in zwei Spalten sind und deswegen sind die Größen auch, passen die nicht, ne? Und da gibt es halt ein Attribut in CSS, was wir noch hinzufügen müssen bei der Palette. Und zwar FlexWrap. Wenn wir das auf Wrap setzen, dann werden die entsprechend hier in die nächste Spalte geschoben. Und wir haben hier schon diese Effekte, diese Hover-Effekte. Und was wir jetzt noch machen möchten, ist diese Effekte so ein bisschen zu verschönern und auch ja, gleichmäßiger oder mit einer Animation zu machen. Und zwar wollen wir, dass wenn wir so einen Color Square hovern, dass der dann zu einem Kreis wird. Das heißt, wir sagen, Border Radius ist 50%. Und wir wollen, dass es gleichmäßig passiert. Wir sagen also Transition hier. Von welchen Eigenschaften? Sagen wir mal all. Also wir wollen ja, dass sowohl diese Skalierung als auch diese Border Radius Veränderung gleichmäßig passiert. Also all. Und das soll in 120 Millisekunden passieren. Also da kann man natürlich so ein bisschen rumspielen. Ich kann jetzt ja mal zu Demonstrationszwecken erstmal zu etwas mehr als eine Sekunde machen. Jetzt sieht man, dass sich das nach und nach verändert. Aber das ist halt zu langsam.
Das soll halt wirklich fix gehen. Okay. Jetzt sieht man, es gibt ja manchmal so ungewünschte Überlappungseffekte, dass die Kachel, die sozusagen eigentlich vorne sein sollte, noch nicht vorne ist, weil die andere noch da ist. Und da fügen wir jetzt noch einen Z-Index-Wert ein. Der sagt sozusagen, wenn wir uns vorstellen, dass diese ganzen Elemente übereinander liegen, welche Priorität sie haben. Und diese anderen hier haben erstmal Z-Index 0 und wenn die Z-Index 1 haben, dann sind sie oben. Und dann gibt es diesen unerwünschten Effekt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man den jetzt gut gesehen hat, aber jetzt ist es definitiv weg. Und jetzt möchte ich auch, dass die Farbänderung hier bei unserem Mülleimer halt ein bisschen gleichmäßiger ist. Weil jetzt passiert das ja auch sofort. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserem Clear-Button, sagen Transition All. Und da sagen wir mal ruhig 400 Millisekunden. Dann passiert das gleichmäßig. So, jetzt möchte ich mal die Zeichenfunktionalität einbauen. Die gibt es ja jetzt noch gar nicht. Also gehen wir in unsere Client.js-Datei rein und definieren erstmal den Canvas. Also const Canvas kriegen wir über die ID und den Rendering-Kontext, den nehmen wir CTX 2D. Also auf diesem oder mit diesem CTX können wir dann letztendlich auch zeichnen. Okay. Wir brauchen auch noch ein paar globale Variablen, die sich aber ja, ändern können. Also deswegen LED und nicht Const. Und zwar auch für die Maus gedrückt haben. Am Anfang ist das nicht der Fall. Dann, ob wir eine zuletzt angeklickte Position haben. Haben wir also am Anfang auch nicht. Also Null. Dann die Draw Color. Die ist anfangs Black. Und dann die anfängliche Linienstärke, die ist 15. Und dann sollten wir das natürlich auch noch hier entsprechend kenntlich machen, dass wir diese hier ausgewählt haben. Das heißt, in unserem CSS gehen wir zu dem Child mit 15 Pixel und sagen Opacity 1. Das heißt, damit wir dann sehen, dass wir diese Linienstärke ausgewählt haben. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal eine allgemeine Funktion, die überhaupt die Mausposition bestimmt. Mausposition. Die hängt von einem Event ab. Das werden wir später noch abrufen. Beziehungsweise das kann ich jetzt schon mal erklären. Also wenn auf dem Canvas einen Event Listener definieren. Und zwar, wenn ich da draufklicke mit der Maus. Und das ist ja ein gewisses Event. Und dann muss ich hier was machen. Und dann sage ich erstmal, okay, er hat die Maus gedrückt, das ist dann true. Und dann will ich eine Funktion ausführen, die heißt drawE, die ich halt noch definieren muss. Okay, das mache ich dann später. Aber erstmal brauche ich dafür auf jeden Fall die Mausposition, um überhaupt zu wissen, wo ich überhaupt zeichnen soll. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich versuche es mal so gut wie es kann zu erklären. Also man braucht erstmal das Rechteck, was sozusagen dem Canvas umgibt. Das geht mit Get Bounding Client Rect. Dann, also die reine Mausposition ist E.Client X. Das ist soweit einfach. Aber der Canvas ist ja jetzt nicht ganz links. Das heißt, wir müssen den Offset abziehen. Also minus Rect.Left. Also zum Beispiel. Nehmen wir mal an, dass das hier 500 Pixel sind. Wenn ich jetzt hier bin, ist das ja auf dem Canvas Pixel 0 von der X-Koordinate. Aber auf dem, ja, auf der ganzen Seite ist es ja 500. Das heißt, wir müssen, um diese 0 zu erreichen, 500 abziehen. Deswegen hier ziehen wir die Variable rect.left ab. Das ist also unsere X-Koordinate. Und entsprechend die Y-Koordinate. So, das geht auch soweit, aber wenn wir den Canvas resizen, also zum Beispiel ein kleineres Fenster haben oder hier selbst das per Hand machen, dann geht das nicht mehr. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch einen Skalierungsfaktor einführen.
zwar die Canvas-Breite durch die Breite des Rechtecks und entsprechend bei der Y-Koordinate auch. Also auf diese Formel bin ich auch nicht selbst gekommen, da habe ich einfach gegoogelt Get Mouse Position und dann irgendwann versteht man das dann. Genau, das ist unsere Mausposition. Wir können ja mal einen Test machen. Und zwar Canvas Mouse Move. So, das ist ein gewisses Event, das getriggert wird. Und jetzt wollen wir mal diese Mausposition einfach loggen. Also Mauspos Console Log Exception. So, wir kriegen ja einen Fehler angezeigt. Ach so, das ist eine Funktion. Okay. Okay, da sieht man, da habe ich noch einen Fehler drin, irgendwie einen Vorzeichenfehler oder sowas. Die Y-Koordinate steht noch nicht ganz. Das heißt, schauen wir da mal rein. Ja, right ist natürlich Unsinn, ist top. Okay. Nochmal. Das müsste ungefähr 0,0 sein, ja. Und das müsste ungefähr 800, 800 sein, ja. Sieht gut aus. So, jetzt zu unserer eigentlichen Draw-Funktion. Da machen wir jetzt eine Fallunterscheidung. Also, falls wir schon eine letzte Position hatten, dann wissen wir ja, was wir tun müssen. Dann müssen wir halt von der letzten Position zur aktuellen Position einfach eine Linie zeichnen. Die aktuelle Position bekommen wir über die Mausposition raus, des entsprechenden Events, also in unserem Fall hier ein Mouse-Down. Genau, das war ja nur ein Test, das können wir also schon mal hier entfernen beim Mouse-Move. Das machen wir später. So, wir fangen also ein Path an, also ein Pfad. Ups. Stock Style, das ist die Farbe. Das heißt, wir nehmen unsere Color. Draw Color hatten wir die genannt. Okay. Draw Color. Dann die Linienstärke, Line Width. Die hatten wir Line Width genannt. Und dann. Ja, bewegen wir also den Cursor zur Startposition, also Last Pose. Also jetzt könnte man, Last Pose ist ein Tupel, und jetzt könnte ich Folgendes schreiben, aber das kann man halt kürzer machen. Das nennt sich Spread Operator. Das breitet sozusagen die Argumente hier aus. In unserem Fall nur zwei Koordinaten. Und genauso halt mit auch mit der Mausposition, wo wir jetzt hingehen. Wobei in unserem Fall haben wir die ja schon definiert, x, y, okay. Da das ist jetzt nicht nötig. So, dann benennen wir den Pfad. Und dann zeichnen wir ihn. So. Und am Ende legen wir natürlich die aktuelle Position als die Last Position fest. Okay. So, wenn es jetzt keine letzte Position gab, ja gut, dann haben wir halt unsere Mausposition. Und das soll unsere letzte Position sein, damit wir dann von da aus ausgehend zeichnen können. Also Last Pose. Okay, aktuell sehen wir das. Jetzt sieht man, dass ich hier immerhin Polygone zeichnen kann. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das Mouse-Down-Event gemacht, aber jetzt müssen wir auch das Mouse-Move-Event noch definieren. Und außerdem sieht man, dass diese Verbindungen hier nicht so schön sind. Und das mache ich jetzt schon mal richtig. Das geht über das Attribut Line-Join. Und das muss round sein. Also wenn ich das jetzt angucke, ist das schon ein bisschen besser, ne?
Okay. Also kommen wir jetzt zu Mouse Move. Hat man ja schon hier angefangen. Da wollen wir ja nur was machen, wenn die Maus schon gepresst ist. Also if Mouse pressed. Und zur Erinnerung, das legen wir hier auf true. Und dann zeichnen wir einfach. So, jetzt das Problem ist, also ich habe jetzt übrigens die Finger nicht mehr auf der Maustaste. Der zeichnet trotzdem weiter. Für alle Zeiten hier. Ja, toll. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein Event schreiben, was passiert, wenn ich die Maustaste wieder loslasse. Also das nennt sich Maus ab. Und da sage ich Maus pressed gleich false. Und es gibt auch keine letzte Position mehr. Ist dann null. Und ich möchte das eigentlich sogar außerhalb des Canvas genauso machen. Also, ja, sonst gibt es halt auch Probleme. Okay, wenn ich jetzt hier zeichne. Okay. Das scheint es mal zu funktionieren. Jetzt gibt es hier noch ein Problem. Das hier wird hier so verbunden, ne? Das müssen wir jetzt auch noch loswerden. Und zwar ganz einfach mit dem Mouse Leave Event. Ups. Da sagen wir einfach, dass die letzte Position jetzt wieder undefiniert sein soll. Okay, wenn ich es jetzt ausprobiere. Ja, dann wird keine Linie mehr da nachgezogen. Weil es war nämlich vorher so, dass wenn ich hier rausging, da war die letzte Position eben die hier. Und dann hat er sozusagen das als die neue Mausposition gezeichnet, erkannt. Das heißt, er hat die Linie hier gezeichnet. Na, und das ist jetzt nicht mehr so. Er verliert die letzte Position, wenn er rausgeht. So, jetzt schreibe ich mal kurz die Funktion, die den Canvas leert, wenn ich auf den Mülleimer klicke. Also da hatten wir eine ID vergeben, nämlich Clear Button. Da mache ich einen Event Listener, und zwar wenn ich da drauf klicke. In diesem Fall brauche ich kein Argument. Ja, was machen wir? Wir machen Clear Rect auf den Canvas, auf den Kontext. So mit der gesamten Breite und Höhe. Okay, also wenn ich jetzt hier das aktualisiere und draufklicke, ist alles weg. Egal, wie viel ich vorher gemacht habe. Okay, Farben habe ich ja noch gar nicht. Genau, das kommt jetzt als nächstes. Dazu muss ich ja alle Farben anwählen. Und das geht am besten mit Query Selector. Query Selector All in diesem Fall, weil wir ja mehrere dieser Elemente haben. Und zwar mit der Klasse Color Square. Und für jedes Square, für jeden Square, machen wir was. Und zwar müssen wir diesem Square wiederum ein Event Listener hinzufügen. Ne, wenn wir da draufklicken. Das Argument brauchen wir nicht. Und was wollen wir? Naja, wir kriegen erstmal die Farbe dieses Squares, also Draw. Muss ich mal kurz gucken, ob es vielleicht, ob ich das oben auch genau Draw Color genannt habe. Ja. Draw Color definieren wir also als einfach die Hintergrundfarbe von diesem Element. Und die CSS-Eigenschaften kriegen wir mit Punkt Style. Und jetzt wollen wir die Background Color haben. Und außerdem wollen wir dass die entsprechenden Linienstärken hier die Farbe bekommen von der Farbe, die ich hier ausgewählt habe. Das heißt, ich mache wieder einen Query Selector. All. Aber diesmal mit With Example. Mache ich wieder einen For Each. Mit jedem Beispiel. Das nenne ich mal X. Lege ich die Hintergrundfarbe entsprechend auf die Draw Color fest. Okay. Und wenn ich das jetzt mache,
Pink. Sehe ich schon mal, okay, die Farben haben sich geändert. Und wunderbar, ich kann damit zeichnen. Und ich kann auch alles wieder löschen, wenn ich will. Ich weiß, vermutlich ist das jetzt alles ein bisschen schnell, aber mir geht es im Wesentlichen in diesem Tutorial um Socket.io, was ich ja noch gar nicht angefangen habe. Und deswegen möchte ich jetzt mit diesem ganzen Styling und den ganzen HTML-Kram sozusagen wirklich schnell durchkommen. Und wir müssen auch gar nicht mehr viel machen, was das angeht, sondern eigentlich nur noch die Funktion hier einfügen, der liegenden Stärke. Das heißt, ich mache wieder einen Curve Selector, um alle diese Elemente auszuwählen. Wir hatten ja die Klasse WithExample. Mache ich wieder ein ForEach, um alle Examples abzurufen. Eine Error-Funktion oder eine File-Funktion. Und dann will ich ja ein Event haben, wenn ich da draufklicke. Also Event, Listener, Klick. Ups. Ja, dann die Line-Width, das ist ja diese globale Variable, die ich hier hatte. Hier. Und die ich auch in der Draw-Funktion verwende. Die lege ich dann entsprechend auf die Breite fest. Dieses Elementes, Client-Width in diesem Fall. Ich glaube, es sollte eigentlich auf Width gehen. Nehmen wir mal Width. Und dann möchten wir, dass die. Ja, das Element soll ja dann die Opacity 1 bekommen, wenn ich das ausgewählt habe. Und alle anderen halt nicht. Die sollten wieder diese Opacity 0,4 haben, war es, glaube ich, ja. Die haben ja standardmäßig Opacity 0,4. Und das, was wir hier anfangs ausgewählt haben, das hat Opacity 1. Okay. Das heißt, ich wähle jetzt alle erstmal aus und sag halt, dass die Opacity 0,4 sein soll. So, dann habe ich ja jetzt auch die Opacity von X geändert. Okay, aber danach setze ich sie wieder auf 1. Insofern ist es gut. Gut, wenn ich das jetzt aktualisiere, dann. Okay, er hat offensichtlich die Linienstärke nicht. Okay, vielleicht war doch Client Width wichtig. Client Width. Ja, das war wirklich wichtig. Jetzt sieht man übrigens, dass der Hover-Effekt hier verloren gegangen ist. Und das liegt daran, dass ich jetzt hier im JavaScript die Opacity festgelegt habe. Und das sozusagen sehr hardcoded ist. Also es ist ein sogenanntes Inline-Style, was ich hier implizit gemacht habe. Und die CSS, dieser CSS-Befehl ist sozusagen nicht, hat keine, die Priorität ist dafür nicht hoch genug. Aber wir können das ändern, indem wir sagen Import mit Ausführungszeichen. Jetzt sollte es auch so sein, dass wenn ich hier, nachdem ich das geändert habe, genau, kann ich immer noch die Elemente hovern und sie bekommen ihre Opacity auf 1, jedenfalls temporär. So, jetzt bin ich soweit durch mit der ganzen Zeichenfunktion von einem Client. Wenn ich dieses Fenster jetzt hier in einem anderen, wenn ich die UL in einem anderen Fenster aufrufe, dann zeichnen die hier noch völlig unabhängig voneinander. Ne? Die kommunizieren ja gar nicht miteinander. Das ist einfach, ja, noch nicht das, was wir haben wollen. Und darum wird es jetzt im nächsten Schritt gehen mit Socket.io. So, zurück an unser Server.js-Datei. Da werde ich jetzt mal Socket endlich mal einbringen. Mit require socket.io. Und wenn wir da jetzt unseren Server reinstecken, dann bekommen wir dieses Input-Output-Objekt IO. Und das funktioniert jetzt so. Also on connect. Letztendlich ist ein Socket nichts anderes als ein Kanal, über den ein Client mit diesem Server hier kommuniziert. Und was wir jetzt erstes mal machen möchten, ist die Socket-ID loggen. Weil jedes Socket hat eine eindeutige ID. Wenn ich jetzt unseren Localhost aufrufe,
Okay, dann kann ich hier meine Zeichensachen machen. Aber ich sehe kein Console-Log. Und das liegt daran, dass im Client auch eine Verbindung zu Socket hergestellt werden muss. Oder zu Socket.io. Und dazu müssen wir erstmal in der HTML-Datei eine entsprechende Skriptdatei noch einfügen. Und zwar ist die hier in Node-Modules so ein bisschen versteckt, aber ja, ich kenne den Pfad, der ist auch immer gleich. Socket.io/socket.io.js. Das müssen wir hier einfügen. Das ist der erste Schritt davon und dann müssen wir auch in unserer Client.js-Datei das entsprechende Objekt definieren. Das machen wir mal ganz oben. Const Socket.io. So, wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann sollte er eine Verbindung herstellen. Und da das ist mein Socket-ID tatsächlich. So, und jetzt das grundsätzliche Prozedere, um die Kommunikation zwischen Client und Server herzustellen, ist folgendes. Ich habe hier mein Socket-Objekt in meinem Client und dann kann ich etwas emitten. Sagen wir mal ein Text. Okay. Sagen, Hi there, I am a client. Das speichere ich. Und hier kann ich jetzt sagen, was soll ich machen, wenn ich solch ein Emit bekomme? Socket on Emit. Was war das? Text. Genau. Sagen wir mal, ich will den einfach nur console.log. Also ich will den loggen. Dann, also er hat das hier emittet, socket.emit Text und das ist das Argument. Das ist sozusagen das Keyword für die Nachricht und socket.on, da müssen wir das Keyword angeben und dann das Objekt und dann die Funktion, die damit gemacht werden soll. Und in diesem Fall soll einfach das nur geloggt werden. Das heißt, wenn ich das jetzt mal aktualisiere, dann sehe ich da, Hi there, I'm a client. Und diese Nachricht kam vom Client. Okay, und umgekehrt kann ich das genauso machen. Ich kann zum Beispiel, ich lösche das mal kurz, Socket emit und mache ich hier auch mal sowas. Hi there, from the server, your ID is. Und dann kann ich ihm ja mal seine Socket-ID hier verraten. Und entsprechend hier Socket on Text und jetzt verkürze ich das mal hier, es soll einfach Console.log sein. Wenn ich jetzt hier in die Konsole reingehe, dann kriege ich die Nachricht vom Server. Hi there from the server, your ID ist das. Ne? Und das ist auch genau das, was hier geloggt wurde auf dem Server selbst. Diesen Befehl. Okay? Das ist jetzt sozusagen diese einseitige Kommunikation. Man kann auch zu allen Clients was emitten. Das ist der Befehl io.emit. Sagen wir mal, Hi to all you clients. Und das Keyword lassen wir jetzt mal. Das heißt also einfach, dass es dann gelockt wird auf allen Clients gleichzeitig. Machen wir das mal, bevor diese individuelle Ansage kommt. So, machen wir es mal neu. Hi to all you clients. Wenn ich das jetzt hier neu mache, habe ich die Nachricht auch bekommen. Und der andere hat die Nachricht auch wieder bekommen, ne, weil sie auch hierhin geschickt worden ist, weil es wird da getriggert. Sobald hier ein neuer Socket verbunden worden ist. Okay, also das sind so die beiden grundsätzlichen Befehle, die man unbedingt hier kennen muss. Socket.on, Socket.emit und io.emit. Es gibt natürlich noch mehr, aber
Ja, im Wesentlichen, damit werden wir uns jetzt hier schon alles bauen können, was wir brauchen. So, jetzt werden wir also auch unsere Client-Datei verändern. Und zwar wollen wir ja nicht nur, dass das auf einem eigenen Canvas gezeichnet wird, sondern dass dieser Client etwas an den Server schickt, nämlich den entsprechenden Zeichenbefehl in Form dieser ganzen Daten hier, die wir eingeben. Und der Server schickt das dann wiederum an alle Clients weiter. Also ganz wichtig ist halt auch, dass die Clients nicht miteinander kommunizieren können auf direkten Wege, sondern es muss immer der Server dazwischen geschaltet werden. Und das ist natürlich auch ein, ja, Sicherheitsaspekt, aber auch eine, die Idee ist sozusagen auch, dass der Server sozusagen dadurch auch sehr komplexe Rechenaufgaben leisten kann, selbst wenn die Clients ja, nicht so hochperformant sind. Solange es der Server ist, reicht das für sie aus. Okay, also machen wir mal hier anstelle dieses Befehls, das kommentieren wir mal aus. Machen wir socket.emit drawing. Und da brauchen wir jetzt also verschiedene Parameter. DrawColor, die LineWidth, die letzte Position, die ist ja auch definiert, und die Mausposition, die wir zwei Zeilen darüber definiert haben. Okay. Und jetzt beim Server nehmen wir das also hier entgegen. Also erstmal, das werden wir immer los. Hier auch hatten wir ja so eine Dummy-Funktion. Brauchen wir nicht mehr. Genau, Socket on. Also wenn wir einen Drawing-Befehl bekommen, mit den entsprechenden Befehlen, mit den entsprechenden Argumenten. Also, das war ja, gucken wir mal nach oder kopieren das einfach. Ist ja noch viel einfacher. Besten einfach alles kopieren und dann ändern wir das mit zu on. Das sind also Argumente und dann wollen wir damit was machen. Und in diesem Fall verarbeiten wir das auf dem Server gar nicht. Also normalerweise würden wir jetzt hier ein paar Berechnungen machen und so und erst dann das an gewisse Clients weiterschicken. In diesem Fall brauchen wir das gar nicht, sondern wir wollen das einfach weiterleiten an alle Clients. Das heißt io.emit. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber dasselbe Keyword. Und wir können auch dieselben Argumente wählen. Also man kann, wie man hier sieht, auch mehrere Argumente mit diesen on und emit. Das haben wir ja auch schon beim Client hier gemacht. Übergeben und auch aufrufen. Das heißt, in unserem Client müssen wir jetzt sagen, was passiert, wenn ich so einen Drawing-Befehle bekomme. Also socket.on. Drawing. Und da haben wir jetzt also wieder unsere Variable. Machen dann wieder eine Arrow-Funktion draus. Ja, und da können wir jetzt einfach das hier einfügen, was wir da vorher auskommentiert hatten, ne? Also fügen wir das einfach ein. Entfernen die Kommentare. Und was ich hier mal der Sicherheitshalber mache, ist, oder einfach der Klarheit halber, ist, die Variablen Namen anders zu benennen. Übrigens, dieses Multi-Select, das geht mit Steuerung D in Visual Studio Code. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn man was überspringen will, geht es mit Steuerung K. Lastpost können wir ja mal Startposition nennen. Und das nennen wir mal Endpost, und dann müssen wir hier das entsprechend genauso wie oben mit dem Spread Operator schreiben. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das jetzt schon synchronisiert werden. Ich connecte mich mal neu, indem ich aktualisiere. Und jetzt zeichne ich mal hier irgendwas. Und da ist es auch. Vielleicht ein bisschen klarer sieht man das, wenn ich jetzt die Fenster splitte. Zeige mal hier was. Okay. Und ja, ich kann beliebig viele Fenster tatsächlich machen. Ne? Also jetzt
kommt jemand Neues hinzu. Und hier sieht man schon, dass etwas, was noch nicht so ganz in Ordnung ist, ne? Also wenn jemand jetzt Neues hinzukommt, dann sieht er gar nichts. Erstmal. Also hier, Lehrer kann was. Weil er ja auch gar nichts bekommt. Es wird einfach nur dann kommuniziert mit den Clients, wenn etwas Neues gezeichnet wird. Aber anfangs ist er hier gar nicht gezeichnet jetzt bei ihm. Ne? Also, das heißt, das müssen wir gleich noch korrigieren. Aber im Prinzip haben wir jetzt schon die Verbindung hergestellt. Ne? Also jedes Mal, wenn irgendein Client hier etwas zeichnet, wird dieser Draw-Befehl nicht direkt auf dem Canvas ausgeführt, sondern er wird erstmal an den Server geschickt. Dieser Server schickt es dann an alle Clients weiter. Und wenn das passiert, wird eben diese Funktion onDrawing ausgeführt. Und die macht halt genau das, was wir vorher sozusagen nur in dem einen Fenster gemacht haben, bloß jetzt halt in allen. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Button hier. Der löscht zurzeit nur auf dem eigenen Canvas, aber wir möchten ja, dass er auf allen Clients das macht. Das heißt, wir gehen hier in die Funktion rein. Genau, da ist sie ja schon. Und anstatt direkt das hier auszuführen auf dem eigenen Canvas, sagen wir einfach socket.emit create canvas. Da übergeben wir jetzt einfach mal gar keine Argumente. Und ich schreibe hier schon mal das rein, was wir hier auch bei der Zeichenfunktion gemacht haben. On clear canvas. Keine Argumente, aber das Ergebnis ist das hier. Oder das, was getan werden soll. Und jetzt müssen wir das noch beim Server an alle Clients weiterleiten. Also socket.on clear canvas. Genau, dann emitten wir einfach an alle Clients clear canvas. So, NodeMon sollte das jetzt auch aktualisiert haben. Okay, das sieht gut aus soweit. Wenn ich jetzt hier lösche, wird es auf einen gelöscht. Ja. So, jetzt kommt noch der Feinschliff. Wir möchten ja, dass hier die Anzahl der User angezeigt wird, das heißt die Anzahl der Sockets. Also gehen wir in unsere Funktion rein und jedes Mal, wenn wir eine neue Connection haben, wollen wir einen entsprechenden Counter inkrementieren. Socket Number nehmen wir den mal hier. Anfangs ist er 0 und Socket Number wird hier inkrementiert. Wenn ein Socket disconnected, also socket.on disconnect, heißt das entsprechende Event. Das muss auch übrigens in dieser Connect-Funktion drin sein. Ist auch irgendwie klar, weil sozusagen man kann ja nur dann disconnecten, wenn man vorher connected hat. Dann wollen wir den entsprechenden Zähler runterzählen. Okay. Und in jedem Fall wollen wir sozusagen dann auch alle Clients darüber informieren, über diese Aktualisierung. Also emit socket number und dann übergeben wir die entsprechende Nummer, Zahl auch. So, das heißt, wir müssen jetzt auch den Clients sagen, was sie mit diesem Befehl anfangen sollen. Also schreiben wir eine entsprechende Funktion. Socket.on socket number. Da bekommen wir eine Number und wir sagen einfach, dass dieser Counter, den hatten wir ja hier einfach ID Counter genannt. Also document.get element by ID Counter, das sein Inner Text, der soll halt die Number sein. Wenn ich das jetzt aktualisiere, sehe ich hier zwei User sind online. Wenn ich jetzt hier ein weiteres Fenster öffne mit derselben Adresse, sehe ich drei. Und wenn ich das wieder schließe, sehe ich zwei. Hier. So, zum Schluss möchte ich jetzt noch das Feature einfügen, dass wenn man hier jetzt was zeichnet und jetzt jemand anderes dazu stoßt, dass er dann entsprechend das auch sieht, was bereits gezeichnet worden ist. Und dazu müssen wir tatsächlich im Client gar nichts ändern, sondern nur im Server. Und zwar gehen wir hier in server.js und jedes Mal, wenn wir ein Drawing bekommen, packen wir das auf eine
Warteschlange sozusagen. Also let drawing que, das ist ein leeres Array erstmal. Und wir pushen jedes Mal einfach das Array der entsprechenden Argumente. Also hier. So, damit ist jetzt noch gar nichts weiter passiert. Wenn wir den Canvas klären, dann wollen wir die Drawing-Queue leeren. Also sagen wir, die Länge sei 0. Und wenn ein neuer User kommt, dann zeichnen wir ihn einfach alles, was in dieser Drawing-Queue ist. Das heißt, wir sagen Drawing-Queue for each. Könnte man genau einfach diese Variablen hier sagen, in Klammern, jetzt sagen wir aber nicht IO emit, sondern socket.emit, weil das ja nur für den oder für die gezeichnet werden soll, die sich gerade da verbunden hat hier. Und was man hier auch noch machen könnte, ist, das zu vereinfachen mit dem Spread Operator. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Damit wir halt nicht immer dieselben Argumente hier ausschreiben müssen. Aber ich denke, das sollte jetzt schon funktionieren. Also wenn ich jetzt... ich bin ja noch... Okay, ich mache mal was Neues. Okay, da hat man es gerade schon gesehen, ne? Also ich öffne mal jetzt ein neues Fenster. Und da ist es. Wenn ich jetzt aber es lösche, dann ist es auch bei allen gelöscht. Wenn ich mich jetzt neu verbinde, dann ist es bei mir auch gelöscht. Das heißt, die Drawing Queue wurde auch wirklich geleert. Ne? Das macht ja auch Sinn. So, dieses Projekt möchte ich jetzt mal im Internet veröffentlichen. Zurzeit läuft es ja nur auf einem lokalen Host. Und ich nutze dafür codesandbox.io. Da habe ich mir einen Account angelegt schon vor einer Weile und auch ein paar Projekte hochgeladen, die ich hier auf diesem Kanal besprochen habe. Und wir brauchen das Command-Line-Interface. Das ist ein NPM-Modul, das kann man hier mit diesem Befehl installieren. Also diese Flag G steht für global, das heißt, die installiert man dann also nicht nur in dem Paket, in dem Projekt, sondern global. Und das dauert eine Weile. Okay. Und um das jetzt zu deployen, ist hier der Befehl angegeben. Das heißt, ich muss einfach eingeben: Code Sandbox. So. Und ja, wenn man ein kostenlosen Account bei Code Sandbox hat, dann ist jede Sandbox halt privat öffentlich. Das heißt, das sollte man bedenken natürlich. Da wird man hier nochmal darauf hingewiesen. Okay. Und dann bekommt man hier direkt den Link. Den öffne ich jetzt mal hier. So, das braucht jetzt erstmal eine Weile, bis er das gestartet hat und die ganzen Module installiert hat, die ja in der package.json stehen. Wie schon anfangs gewählt hat, diese Module werden hier gar nicht hochgeladen beim Deployen. Ne? Aber Code Sandbox weiß, okay, dass er die braucht. Das heißt, die holt er sich sozusagen von woanders her, weil er die sozusagen schon zentral installiert hat. Hier kann ich übrigens auch den Code einsehen und bearbeiten. Dieses Projekt werde ich übrigens wieder löschen. Stattdessen werde ich diesen Link verwenden, den ich anfangs schon erwähnt hatte. Aber ihr könnt dann hier, wenn ihr in der Code-Ansicht seid, in Open a New Window gehen und dann seht ihr das eigentliche Projekt. Two Users are online. Das liegt daran, weil ich hier in der Vorschau auch online bin. Jetzt ist nur noch einer online. Und jetzt
öffne ich mal ein anderes Fenster und da habe ich es. Ich hoffe, euch hat das Tutorial Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was lernen. Wie gesagt, mir ging es vor allen Dingen darum zu erklären, was mit Socket.io möglich ist anhand eines ganz einfachen Beispiels. Man kann damit natürlich noch viel komplexere Anwendungen programmieren und ja, das hier sollte nur so ein anschauliches Beispiel dafür darstellen. Und tatsächlich werde ich jetzt demnächst noch ein größeres Projekt auf diesem Kanal besprechen, nämlich ein Schachprogramm. Und da ist es ja auch so, dass wenn ein Spieler einen Zug macht, sollte der Zug auch auf dem Brett des Gegners zu sehen sein oder der Gegnerin. Und entsprechend werde ich da auch Socket.io verwenden. Aber das ist Work in Progress, also das nur mal schon mal so als Ausblick. Bis dann, ciao.